Also für die Leute, die wo das jetzt auf YouTube schauen. Wir suchen jetzt die Pistole. In einem Stück. Ja, für die, die es auf VHS schauen. Die müssen dann bei der Hälfte die Kassette umdrehen. Genau. Ich bin bei Lebensenergie technisch total am Ende, gell? Ich nicht. Ich bin super dabei. Naja, ich hab keine Medizin und ich hab kein Lebensenergie. Lukas, was bestellst du dir für eine Pizza? Oder was ist deine Lieblingspizza? Oder beziehungsweise an alle gerichtet? Was ist sie am liebsten für eine Pizza? Warum ist sie offen? Weil keine Pizza hat. Na, danke auch! Okay. Ach, und so schöne Festung, ne? Ja. Das Holzwarz. Gut, dann. Lass uns da links. Gehen wir auch gleich mal da den Berg hoch. Ja. Ja, da müssten wir auch mal bauen, ne? Im Schneegebiet. Ja. Da ist dann richtig Survival, weil es hier durchgehend kalt ist, weißt du? Genau. Musst du mal gucken, dass du so ein bisschen. Warme Klamotten. Schneeschuhe, ja, die Hose pissen, so wie sonst immer. Genau. Auch mal den Hosenstall vorher aufmache. Boah, Salami-Pizza ist mega. Also Hawaii mag ich gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich gar kein Fan von. Weil ich mag kein Schinken, ehrlich gesagt. Naja, und ich find's schade, was sie der Ananas antun. Und meine friert direkt. Ja. Echt? Mal, nein, schau mal, was das Feuer an, vielleicht springt's ja was. Nein, bringt nix. So, wo ist denn der große See hier? Der ist irgendwo da hinten. Die Frage ist, wo bist du? Ach da, hinter mir. Mhm. Lass mal normal laufen, oder? Findest du, dann wird mir kalt und ich habe eh keine Lebensenergie. Ja, meine Ausdauer geht noch nicht. Mir wird schon kalt. Braucht der wahrscheinlich ein Dings? Eine Fackel? Das ist so klein. Ich kenne ja, mir ist kalt. Ja, mir auch. Ja, aber das ist mir doch egal. Das Feuer sieht viel geiler aus. Ach ja, die hatten ja ein Update. Die haben ja die Oberfläche ein bisschen verändert. Stimmt, ich weiß gar nicht, was. Guck mal. Was geil das ausschaut. Ja. Aber das ist eine Hase. Die Nase. Lol, der brennt. Ich sehe ihn nicht leider. Ja, da vorne ist er gestorben und gleich essensfertig. Gleich gebraten. Das ist ja so wie ein Achtung, eingeborene. Okay. Du musst mich ja schützen, gell? Ich muss dich schützen. Ja, mich schützen. Wo ist denn der See? Der muss doch irgendwo sein hier. Überall diese Endgame-Kannibalskis. Ich glaube, wir müssen noch weiter rein. Nee, wir müssen weiter hoch, stimmt. Ja. Wir müssen näher zum Dingens. Ja. Aber im Schneegebiet war nur ein Loch, ne? Einfach ein Alpha. Schneegebiet ist nur eins, ja. Aber so richtig aggressiv ist der gar nicht. LOL. Hä? Ich konnte gerade den Stecker anzünden, ohne dass ein Tuch drauf ist. Okay. Okay, wir sind gleich da. Oh, da kommt noch mehr. Ja, dann lass schnell rennen. Okay, wir müssen irgendwo. Alter, wie die kreischen, das geht gar nicht. Würde gar nicht, ehrlich gesagt. Sei froh, bei mir schreien die in einer Tour. Lol, da ist gerade ein Reh aufgeploppt. Ist noch weiter hoch, oder Ben? Noch. Wir müssen eigentlich davor. Hier oben ist glaube ich, dran. Zumindest. Ach, ne, eine Kraxel hinter mir. Warum ist meine Lebensenergie aufgegangen, ne? Ben. Ja, weil ich was gegessen habe. Ich hab keine Ausdauer, ich kann eh nicht drauf. Oh! Kann ich höchstens einmal anzünden. Ja, mach! Lass mal der. Der verkohlt jetzt auch richtig. Aua! Ich hab halt. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir an Medizin kommen, an Antibiotika oder sowas. Ich hab nämlich gar nichts mehr. Mit dem Stock. Ich hab halt grad nichts anderes, hau nein. Ja, ja. Ich hab ja schon tot, oder? Nee.
Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot. Alter, was ein kreisliches Vieh. Okay, lass schnell weiter. Ja, wahrscheinlich ist er eigentlich ganz hübsch. Aber er hat halt die Haut da über dem Kopf. Okay. Irgendwo da muss es, glaube ich, mal sein. Oh, kleiner Leck. Jetzt sind wir auf alle Fälle im größeren Teil des Schneegebiets. Leute, waren weißer Hase. Ja, ja. Schneehasen. Getarnte quasi. Tarnfarbe. Ja, ich glaube, wir müssen da runter. Ja, der müsste jetzt hier gleich kommen. Ja. Ah! Ich bin tot. Hilf mir. Hast du den Trick gelernt? Hier ist im letzten Livestream. Ja. Hilf mir. Lol, wie blau du wirst auf einmal. Hilf mir. Guck mich mal an. Alter, das sieht aus wie... Oh mein Gott. Ja, jetzt kriegst du wieder Farbe ein bisschen. Irgendwo da vorne. Ich hab grad null Orientierung. Ah, da vorne ist das See. Halt auch eine geile Location, ne? Hier unten an dem See. Ja. Ist schon geil. Auf jeden Fall. War der auch der Pet gebaut, gell, bei dem See? Ja. Aber du hast halt einen schwierigen Schutz, ne? Da ist gar nicht das See, ich hab mich gerade getäuscht. Ich glaube, wir müssen noch weiter, mein Freund. Ich hab grad null Orientierung. Aber das ist gut, das zieht die Folge ein bisschen in die Länge. Ja, das ist, weil wir nie im Schneegebiet sind. Ja, das ist, weil da oben. Das ist auf jeden Fall ziemlich links vom Schneegebiet. Also, ja. Wenn du davor stehst quasi. Schneegebiet ist größer, als ich dachte. Ja. Das hat schon ein bisschen was. Ich hab langsam Hunger und so. Ah, ich hab noch ein paar Schokoriegel dabei. Oh. Was? Gut, wenigstens hast du uns, Slayer. Ja, was hast du dann so vor, dass du dir kaufst, Grafontechnisch? Da ist der See. Ich habe ihn. Juhu. Okay, jetzt müssen wir um den See rum und dann hinten runter. Ja, da links jetzt, ne? Ja, irgendwo da ist es. Wir spielen Multiplayer um 17 Uhr, circa. Da ist es, oder? Ja, das müsste da irgendwo sein, ja. Ne, das ist ein Stein. Wir müssen davor. Ne, das war hier direkt am See. Ja, irgendwo da hier oben. Hier vorne ist es, meine ich. I can't see you. Wo ist denn dieses Kreuz? Das muss doch irgendwo sein, hier in der Ecke, hier irgendwo war das doch. What? Warte, wir sind bestimmt schon dran vorbeigerannt oder so. Oder drüber gelaufen. Das war doch hier bei den Steinen, meine ich, ne? Ja. Hi, Xamlip. Moin. Da ist das Kreuz, da ist es. Ah, siehst du? Ich halt wieder. Das ist der beste Mann. Kartenleser. Okay, ja, hast du auch schon eine grobe Ahnung, welcher Hersteller, oder schaut ihr euch da ein paar verschiedene an? Okay, also anzünden. Ach ja. Und reinstecken. Happy Birthday! Okay. Yubi! Okay, was haben wir denn jetzt Schönes? Diese Hahn. Wir haben den Abzugszöckel, genau. Oder wie das ausschaut. Den Spannhahn. Eigentlich schade wegen dem Holz, was wir da jetzt gedroppt haben. Ja, mein Gott. Okay, jetzt können wir runter an den Strand gehen. Ja. Toni und Dennis, wir suchen die Pistolenteile zusammen. Genau, fürs Let's Play. Wir sind quasi hier in der Let's Play-Welt im Hard Mode. Also da, wo unser Schloss Holzwarz ist. Genau. Und da die Eingeborenen ja regelmäßig mal vorbeikommen. Wollten wir ein paar Schusswaffen haben. Wir holen uns mal die Pistole. Ich meine, die Mutanten kommen ja auch ab und zu mal, ne?
War nicht so häufig wie normal, hab ich gehört, aber. Naja, aber die kommen. Die sind Pins. Yummy. Kann man die essen oder stirbt man dann? Ich esse die alle. Oh, die kann man essen. Mein Magen ist so abgehärtet, der. Ja, der letzte war schlecht. Minute, sind alle gut. Erzähl ich alles grau. Echt jetzt? Ja, ich bin doch komplett runter. Müsst mal irgendwie was futtern, was Anständiges. Ja, so ein Hase, der hat mir vorhin Lebensenergie regeneriert. Ja, klar. Aber da unten am Strand gibt's bestimmt auch Medizin. Ja. Was habt ihr denn für ein Mikrofon? Oder was wollt ihr denn ausgeben? Was sind eure Preisvorstellungen? Sagen wir es mal so. Hier muss auch irgendwo ein Loch sein. Glaube ich da vorne. Ja, wir hatten ein Tutorial gemacht darüber, ja klar. War das schon wieder zeitlang her und ich weiß gar nichts mehr. Hier wächst auf alle Fälle Marigold. Oh, da vorne Betenwälze. Welche? Hier, da. Da ist ein Lurch. Warte. Du hast es aufgeschreckt, Kollege. Du hast so. Was machst denn du? Oh Gott. Ich überlebe das nicht, mein Freund. Ja, das ist dein Problem, mein Freund. Nee, das ist unser Problem. Warum rennst du da einfach da rein bei denen, ey? Hast du die aufgeschreckt? Achtung! Lurch. Wenn ich block, dann krieg ich Schaden. Wow. Darf nicht einmal getroffen werden. Ja, dann komm. Hau ab, renn weg. Das bringt nichts. Der Feuermann ist tot, der Feuermann ist tot. Ja, das bringt aber nichts. Lauf weg. Wir brauchen jetzt Medizin, ich hab nämlich auch nichts. Ich lauf nicht weg. Ein echter Krieger rennt nicht weg. Ah, da ist noch ein Feuermann. Hab ich zampft. Nee, das gibt's nicht, ne? Jetzt musst du dir mal noch helfen. Au! Der zweite Feuermann ist tot. Okay, perfekt. Ich bin grau. Warte mal, ich kann das irgendwie was. Das hat irgendwie, also ich kämpfe noch hier, gell? Ja, ich komm schon wieder. Ich hab gerade ein bisschen was reingeschmissen. Ja, kein Stress. Ich pack den hier, der ist easy. Okay, der ist auch da. Unten war doch noch was, oder? Ach, da wächst noch Marigold. Wir haben auf jeden Fall schon über 30 Tage. Das ist sicher wie das Arm in der Kirche. Aber welcher Tag genau ist, keine Ahnung. Ja. Ja gut, die Headset-Mikros, die sind jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, nee, das ist natürlich nichts, ne? Also hier muss irgendwo ein Loch sein, wenn wir da quasi dahinter marschieren. Da ist ein Loch hier, ich hab's schon gefunden. Ja, aber da kommt noch eins. Ja, lass doch erstmal das mitnehmen hier, wenn es schon da ist. Oh. Hä? Ist das war schon das offen, oder was? Ja, das war das gar nicht. What? Aber da muss auch was drin sein. Oh, lol. Mal schon, ne? Warte mal. Eigentlich, aber da waren wir doch schon mal drinne. Ach ja, Old Gunpart. Ja, 7 von 8 und 5 von 8. Ja, genau, den haben wir schon. Das Teil haben wir schon. Ja, wir müssen da jetzt wieder hoch. Weil da hinten ist ein Loch. Okay. Ist okay, da geht's hoch. Kraxler, oder was? Ja. Was? Muss ein bisschen sprengen. Ja, bin schon da. Oh, da rennen sie schon wieder da hinten. Scheiße. Ja, dann lass laufen, dass die uns nicht sehen. Muss irgendwo stimmt, da stimmt, hinten stimmt, da hinten in dem Dings, ja genau. In dem kleinen Waldstück war das auch, ne? Ich will die ganzen Sachen mitnehmen. Die ganzen Sachen. Ja, die Pflanzen. Blaue Beeren. Mann, warum kann das Aloe Vera nicht so eine rosarote, 3 Meter große Pflanze sein, dass man die sieht? Das ist Aloe Vera. Ja, mir auch. Ich glaub's ja nicht. Gleich mal Medizin craften. Ich hab halt kein Marigold, ne? Hätte ich eine super Medizin bauen können. Ja, bau nur super geil, Medizin. Geil. Nee, hab ich vergessen. Hast du Marigold? Nee, jetzt nicht mehr. Shit. Das ist eine Wildsau. Ich zeig mich heute nicht, weil ich gestern fort war. Ja, ich war gestern feiern. War eigentlich gar nicht so geplant und ich bin ein bisschen fertig heute. Ah, das ist Marigold. Juhu. Schön.
Nee, und ich hab mir gedacht, so irgendwie 10 Stunden da vor der Webcam hocken ist irgendwie auch nicht so geil. Weil da kannst du auch mal zwischendurch was trinken, so großartig. Ohne dass hier vielleicht jemand stört oder so. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ja, ich hab's gefunden. Okay, ich komm zu dir. Und dann machen wir kurz ein bisschen Medizin zusammen, okay? Jo. Wie viel Dynamit hast du eigentlich noch? Noch 3 Stangen. Oh, hallo Vera, nice. Hui. Okay, was haben wir jetzt für ein Teil? Part 8 von 8. Ja, das sieht ganz da hinten. Den sieht man schlecht, weil der an der Taschenlampe dranhängt. Genau. Jetzt würde ich sagen, gehen wir am Wasser entlang, oder? Ja, wir müssen eh zur Yacht. Aber wir haben noch dieses eine Loch. Weißt du, kennst doch diesen See, wo man auftaucht. Ja. Da ist auch eins. Ja, das weiß ich. Also wir haben jetzt 3 Stück. Wir haben noch eins am See, wir haben noch eins an der Yacht. Dann haben wir 5. Und die anderen 3 müssen wir suchen. Eins war noch am Loch. Stimmt. Da müssen wir noch 2 suchen. Die waren irgendwo hinterhalb im Wald. Eins war, glaube ich, bei so einem heiligen Baum. Lol, da wachsen halt eiskalt 4 Olivera auf einem Fleck. Hier sind wir mit Pilzes wachsen hier. Aber es ist gut zu wissen, dass hier Olivera wächst. Wir müssen echt mal also wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Olivera-Träger anbauen. Ich würde jetzt mal kurz gerne ein bisschen craften hier. Ja, bauen wir mal Medizin. Mach gleich die großen. Jetzt habe ich 5. Mach ich ein normales, das kann ich gleich nehmen. Bin schon wieder voll gut, ich bin wieder gut dabei. Ja, bei mir geht's auch wieder. Ich habe 2 normale und 3 große. Und ich habe 3 Olivera-Samen. Aua! Was? Au! Das kam ein Stein nach mir geschmissen. Scherder Hammel. Entschuldigung. Da. Also runter ans Wasser und dann zur Yacht. Aber wir müssen noch auf die Insel, Junge. Ach, da ist auch ein Loch, genau. Genau, da müssen wir hier beim Hai vorbei. Aber da müssen wir ein Floß bauen. Warum? Ich schwimm doch nicht. Ja, brauch mal schnell ein Floß, das ist doch hier obwohl, gleich. Nee, warte mal, Quatsch. Nee, das ist doch nicht. Das doch, ist das ist die. Oder? Nee. Oder, nee, war das die bei den Containern? Ja, genau. Ach, da müssen wir da weiter. Das, ja, das okay. Ist noch weiter da müssen. Probier ich mal nochmal den geilen Bug aus. Ich fand das super. Scheiß Schiederei da. Da machen wir mal so eine Spezialfolge. Ja, genau. Da machen wir, gehen wir ins Loch runter. Wer sich erst da runterfällt, hat verloren. Das machen wir, ey. Ohne Witz. Das machen wir. Der Erste, der ins Loch runter scheppert, hat verloren. Ja. Das könnten wir eigentlich heute Abend mit euch zusammen machen. So ein Wettbewerb, das wär's doch. Was war das hier gerade? Also wer da Bock drauf hat. Ja. Ich wäre da voll dafür. Mesh machen. Warte mal, wenn wir schon mal da sind. Upgraded Stick. Ja, da kommt halt echt gleich was raus, gell? Shit. Ja, was war das? Aber Upgraded oder den Weak Spear? Nee, den Upgraded. Aber ich habe hier nur Steine gerade. Mir kommt da gar nichts. Musst öfter, jetzt habe ich Kleingeld. Musst öfter klopfen. Du hast den Speer! Du hast doch gesagt, ich soll den Speer nehmen. Nein, upgraded. Spear. Nein, du. Upgraded Spear. Nein, den Upgraded Stick hab ich gesagt. Den hab ich nicht. Der Fackelstock. Hey, du kannst auch mit einem normalen Stock kannst du hacken. Das geht auch. Ja, ich nehme mal den Fackelstock, weil der eh gerade da ist. Oh, schon wieder Kleingeld. Ich muss jetzt mal duschen gehen, jetzt warte mal kurz. Oh ja, stimmt, ich auch. Gut, ja, egal, lass uns weitermachen, es wird Nacht. Oh Gott, es wird Nacht. Mir genügend. Ja, Ziegenmann, ich hab's gerade gemerkt. Ja, er hört ja nicht auf mich. Hey, du hast es einfach falsch warte erklärt, mal. Das war einfach alles. Nein, ich hab's genau du hast gesagt, erklärt. Du brauchst ihn upgraded. Ich habe aber nichts von dem Speer erwähnt. Ja, du hast nur upgraded, ich hatte nur einen upgraded. Ja, deswegen, du hast gefragt, weißt du? Ob du den Weak Spear oder halt den Upgraded. Und für mich war der Upgraded halt der Stecker. Ja, ist da? Warte mal, apropos. Da kommt eine. Gleich mal Fackel bauen.
Oh nein. Nice. Da brennt er direkt. Oh, auf die Rübe. Kollaps, gell? Bam! Nochmal angebrannt. Lol, jetzt brennt er nicht mehr. Egal. Und wir brennen. Also, wir müssen da weiter. Ich mag das nicht, wenn es dunkel wird. Ich auch nicht. Ah, wir bauen einen Floß, gell? Wir schwimmen da nicht rüber. Wir nehmen so ein kleines Raft und fahren ja, darüber. Okay. Na gut. Trau dich doch nicht ins Wasser. Ey, guck mal, da leuchtet eine Taschenlampe, aber irgendwie ist da keiner. Warte mal kurz, ich muss mal kurz auf den Desktop. Oh. Ja. Oh, bin schon wieder da. Okay. Holen wir uns jetzt erst einmal das eine da bei dem See, das Loch. Dann holen wir uns das bei der Yacht und dann holen wir uns das auf der Insel. Und dann haben wir, glaube ich, 6 Stück, oder? Wo willst du jetzt als erstes hin? An dem See. Nee, warte mal, hier ans Loch wollten wir noch. Ja, genau, das ist doch hier, das. Ja, genau. Irgendwo muss das dann am Loch sein, oder? Hast du gesagt? Ja, bei einem großen Loch, ne? Ja, ja, schon klar. Das ist aber, glaube ich, das falsche Dorf hier. Das ist halt echt super in der Nacht, da siehst du halt alles. Ja, das ist echt ein bisschen. Warte, wir bauen uns halt echt so ein Tipi jetzt schneller hin und überspringen halt. Meinst? Ja. Was? Ich meine, so läufst du irgendwie 3 Meter an einem Loch vorbei und findest es nicht dann, ne? Ja. Also komm, ich setze da einfach so ein temporary Ding hin und. Genau. Oh, wie lang noch? Oh, nee. Also, das wie lang? Ist ein Strich noch. Das sind vielleicht, keine Ahnung, eine Minute? Es geht. Ja. Es geht. Was? Okay, lol. Das war Timing, ja? Ja. Und tot ist es. Aber die Sticks, lol, die backen alle weg. Ja, das ist ja so logisch. Okay. Müssen wir halt schauen, gell, wo. Jetzt sagen wir, teilen uns ein bisschen auf. Wo waren das? Ich meine, das war doch irgendwo an einem Dorf in der Nähe, oder? Hm. Warte, das war. Ich glaube, das war irgendwo mitten im Wald. An dem Loch, ja, aber ja, irgendwo ja, mitten ja im Wald. Wir suchen einfach systematisch alles ab. Soll ich mit dir mitgehen? Nee, dann suchst du ja nicht systematisch. Dann rennst du mir bloß hinterher. Nee, hey, ich meine, ich kann ja ein bisschen von dir versetzt laufen. Weißt du? Ja, das kannst du machen. Oh Gott. Hm? Dieser Wald. Oh, haben wir einen schönen Pilz. Da habe ich mal in den Mund gesteckt und er war giftig. Na toll. Ey, da war es nicht mehr. Das war schon weiter. Ich finde es so in die geil Richtung. Aus. Das ist eine der geilsten Wälder, irgendwie, finde ich. Ja, den Wald haben sie schon schön gemacht in dem Spiel. Aber das nützt mir nichts, wenn ich das auf dem Loch nicht finde. Weiß einer von euch, wo das Loch ist, zufällig? Macht er so ein Tutorial drüber und findet das eigenes Zeug nicht mehr, gell? Weißt du, wie lange das her ist? Ja, klar. Ich hab's ja seitdem nicht mehr gesucht. War das nicht sogar irgendwo hier bei dem Bachlauf? Nein, ich weiß nicht mehr genau. Ich meine, wäre ein eingeborenen Lager irgendwie in der Nähe gewesen. Kann ich mir einfach reinbilden. Aber du verwechselst das jetzt mit dem kleinen eingeborenen Lager mit den zwei Hütten. Nein. Das ist mir auch das Loch. Nein, das verwechsel ich nicht. Das wüsste ich. Uiuiui. Also wo wir gar nicht hingehen brauchen, ist da, wo wir quasi in dem anderen Spielstand gezockt haben. Da ist es definitiv nicht. Ja. Am besten wäre es wie bei Far Cry, wenn man den Wald anzünden könnte.
Dann hätten wir es auch gleich gefunden. Ich pfeife mal schnell die Beeren rein, ich hab Hunger. Ja, gönn dir. Sag Google. Ja, Google konnte es mir nicht sagen. Nee, wir finden das schon. Das ist halt jetzt gerade. Wir wissen ja, wo es ist, aber es ist halt versteckt. Ja, es muss ja das irgendwo sein und so, von daher. Ich meine, wir haben ja Zeit heute, gell? Also, wir haben ja keinerlei Zeitdruck oder sonst irgendwas. Nee. Wir suchen das jetzt so lange, wie es halt dauert, und danach spielen wir Conan Exiles. Genau. Oh, jetzt dachte ich gerade, ich hab's. Doch nicht. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Da kommen drei Mutanten an. So eine Spinnenfrau und Armsi und so ein Zeug. Nee, komm zu mir. Und mir läuft so ein Endgame. Ja, ich hab's schon gesehen. Nein, hinterher. Oh, der ist knallhart ausgewischt, der Fisch. Oh, ich hab wieder den Bug. Was für ein Bug? Ach, der hat sich wieder wehgetan, wie er mich berührt hat. Wo sind Mutanten? Da, in die Richtung, wo du schaust. In die Richtung? Ja. Da ist eine Virginia und so Zeugsel. Und ein Cowman. Cowman rennt auf dich zu. Ja. Ja, aber... Ach, da unten gehen sie mal spazieren. Ach, ist das süß. Ja. Toll. Wo ist der Armsi? Cowman. Ich dachte, ich hätte einen Armsi gehört, aber ich sehe jetzt bloß den Cowman. Warum war der Cowman aktiviert? Ja, der rennt doch ab und zu spazieren. Oh, oh. Jetzt haben sie uns gesehen. Holy shit. Ach, Junge. Weil du immer so nah hingehen musst. Ich war gar nicht nah dran. Doch. Oh, der kommt! Oh! Alle, wie lange der rennt? Ah, ich pack hier, ich komme nicht mehr weg. Du bist tot, oder? Nee. Alter, jetzt hilf mir doch mal. Ja. Steht da auf dem Dach und lacht sich ein ab. Boah. Alter, der Männer tippt. Alter, der hat so eine fette Arschbremse. Aua. Steckst du rein, ja? Tot. Geil, Ben, du bist der Beste. Jawohl. Schau dir mal den Popo an. Ben, kannst du mal kurz reingucken? Ja. Danke. Ich schau woanders hin. Okay, die Spinnenfrau, die geht da unten spazieren. Uiuiui, die ist mir ganz schön nah. Ja. Die kommt in unsere Richtung. Kommt ziemlich schnell in unsere Richtung. Nee, die kommt in deine Richtung. Die hat dich gesehen. Was? Die hat mich gesehen? Warum? Für die nehme ich auf jeden Fall das Katana, ey. Kannst aber jodeln. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Kopfweh. Jo, Dwight, ich grüße dich mal. Servus. Yo! Ne, man geht nicht hoch. Uiuiuiui. Hat's gezogen. Alter, die ist voll verkohlt. Ja, die sieht voll schön aus, von der Textur. Voll schön, kannst du heiraten. Hab's aber jetzt eigentlich gemeint, dass die nicht mehr bloß so rot werden. Ja. Sondern halt auch, was geht. Wo ist denn da vorne bei der? Boah, Alter, tot. Ja, tatsächlich, sieht schön aus. Okay. Wir haben immer noch das Problem, dass wir das Loch noch nicht gefunden haben. Was, von der Spinnenfrau ist, oder? Nein. Da ist der Armsi. Oh Gott. Ja gut, das wäre so ein rosaner. Das ist ein rosaner, ja. Aber da ist noch ein kleiner mit dabei, gell? Ja, Achtung, er kommt schon. Wie das aussieht an der... Oh, lol. Au, der hat mich voll erwischt. Ja, das macht tut Aua, wenn der trifft. Boah, Alter. Ich mach jetzt erstmal den Kleinen hier weg. Boah, der hat sich hingelegt.
Sonst war ja keiner mehr da, nur die drei, nee, oder? Nee, nur die, ja. Der ist wild, ey, der ist geschlossen, der will uns platt machen. Das ist wahrscheinlich der Cousin vom Karl-Heinz Rudolf. Das ist der sieht auf jeden Fall was genauso aus. Boah! Der hat auch so einen greiflichen Hals. Aua! Okay, ich bin fast tot. Steff, warum renn ich nicht rein? Oh, wenn der losschlägt. Oh Mann, wie schlecht war das? Ich bin rot, ne? Okay. Lauf! Ja. Ich hab ihn mal ein bisschen lang. Mach nochmal. Geht aber die Fackel ist aus. Boah! Tot. Nice. Da kommt noch eine. Die hat uns schon, die hat uns schon. LOL, was? Das ist der für eine Bombe. Kannst du so eine Harzbombe machen vielleicht? Oh, die hat verfehlt. Ich hab gar keine Bombe. Keine Bombe mehr. Kannst du mich mal kurz decken? Ich baue schnell ein, okay? Boah, wie war das bitte? Ah, ich hab keine Uhr, verdammte Hacke. Boah, ich bin umgefallen. Wie umgefallen? Warum? Ja, ich bist du tot? Die Bombe abgekriegt. Nee. Aber ich hab den Eingeborenen erwischt. Ich bin tot, hey, fuck. Ich bin tot. Ja. Das ist auch gleich tot. Warte, ich heile dich mal schnell. Ja, danke. Oh Gott. Arm sie kommt. Geht nicht, sorry, es geht nicht. Warum? Weil da 20 Leute anmarschiert kommen. Da ist noch ein Arm sie. Ja, dann heil mich doch bitte. Lauf und dein Leben. Oh mein Gott. Oh! Ich bin tot. Irgendwas hab ich erwischt. Doch. Alter, ich muss sie jetzt zurücklassen, tut mir leid. Nein! Das geht nicht! Warum? Weil ich selber kurz vorm Abnippeln bin. Jetzt warte. Komm. Was ist denn jetzt los? Alter, das sind nochmal. Nochmal Arms hier und nochmal. Alter, die sind hier alle! Lauf irgendwo hin! Alter, was ist denn hier los? Was? Lauf! Alter! Oh! Der hat mich schon wieder gekriegt, ich bin schon wieder tot. Lauf doch! Ich konnte nicht mehr machen wie laufen. Alter, ich kann dir nicht immer helfen, Junge. Was ist denn los mit dir? Wir sollen uns ans Sinkhole stellen, dann rennen die rein. Lauf! Ja, ich lauf, ich weiß nur nicht wohin. Ja, mir hinterher! Oh, Alter! Aber wer ist denn denn hier? LOL! Ja, geiler Trick auf jeden Fall, ne? Ja, aber der rennt wieder hoch wahrscheinlich, oder? Der hängt jetzt da in der Luft. Ey, sorry, Ben, du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn du da einmal stirbst, dann ist. Ach, der Gabeloppel-Heinz kommt da. Gabeloppel. Achtung! Spring drauf von hinten. Wie viel sind noch da von denen? Keine Ahnung, aber ich kann keine Medizin mehr craften und ich bin down. Ja, dann lass den Rückzug antreten, würde ich sagen, oder? Warte, ich mach jetzt die Spinnenfrau noch platt. Die ist down, ich bin auch fast down. Kannibale. Boah, haben sie, Achtung, haben sie! Ja, der Kannibale ist down. Alter, der steht auf mir drauf! Hilf mir! Ja, warte, ich komm. Bist du weg? Ich bin hinter dir. Boah. Alles grau bei mir. Ja, dann lauf erstmal ein Stückchen. Ich lenk den ab und heile das mal. Ich kann mir den Heil mal nicht mehr ab. Also, oh. Du hast wieder 20 Mal.
Hoffen wir, ist gleich down. Wow. Das dauert schon, bis der down ist. Warte, ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Ich kann nicht. Gott, ich kann nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Down. Oh. Ja. Geil. Brauchst du irgendwas? Soll ich irgendwas geben? Ja, Medizin. Ja, dann craft ich was, alles was ich hab. Und dann kriegst du was. Schieb mal da runter. Alter, das waren jetzt zwei Gruppen. Das waren 6 Mutanten oder so. Mhm. Ich schieb den da jetzt rein. Ich geb dir jetzt 3, guck mal her. Ja. Look. Ah, oh, geil. Danke dir. Die hab ich selber nicht mehr, ne? Also, ja, nee, jetzt passt, noch alles eins, gut. Also. Alles gut. Jetzt lass uns dieses Loch hier finden, bevor die wieder auftauchen. Oh mein Gott, ey. Alter, 2 so Gruppen. Sieht aus wie auf dem Schlachtfeld. Mhm. Das ganze schöne Holz, ey. Ja. Da vorne haben sie auch einiges abgeholzt. Ansonsten würde ich sagen, wir holen die anderen Löcher und gehen zum Schluss da nochmal her. Ja, okay. Ja, ist okay. Dann gehen wir mal in die Richtung, da ist der See. Krass, ey. 2 Patrouillen am Loch. Alter. Es kann natürlich auch sein, dass wir die irgendwie aktiviert haben durch die Sprengungen, ne? Möglich, ja. Aber schon mega krass. Ja gut, die gehen ja hier spazieren im Hardmode. Ja. Also das ist irgendwo da links oben. Ja, ich find's auch immer ein bisschen langweilig, dass von jeder Sorte mir nur einer kommt. Ich meine, es könnten ja mal 3 Amis kommen zum Beispiel, oder? Das ist ja ganz witzig, aber die... Ja, aber die gehen halt hier spazieren, sag ich mal. Mhm. Die machen halt Gruppenausflug. Gruppenausflug, ja. Da ist es. Das ist doch was. Das ist doch das Loch, oder? Nee. Da ist doch nochmal eins an dem Sinkhole. Mach du. Ja. Ich hab grad alles verbombt hier. Ja. Checkt. Ich hab noch 3 Dynamit, dann war's. Das reicht ja. Okay. Was haben wir jetzt noch? Jetzt haben auch wir noch so ein Ding, ja. Gut. Wunderbar. Die nächste hätte ich gesagt, gehen wir zur Yacht. Aber da will ich am Wasser entlang gehen. Warte mal, hier ist ich jetzt nicht weiß, hier? Wo die Insel ist. Die Inseln sind nämlich auch hier. Da vorne die sind die Inseln, dann können wir gleich Inseln darüber. Die Inseln sind bei den Containern, ne? Ja, da vorne. Boah, da sind Koffer. Oh ja, geil. Lass uns mal looten gehen. Ja genau, die linke Insel davon ist es. Medizin. Perfekt. Oh, perfekt. So wichtig, Medizin. Alkohol. Oh, ich hab auch Medizin. Tennisball, geil. Wie er gleich wieder zu mir her schaut. Nö, ich wollte dich nicht abwerfen. Hast du dich getroffen oder was? Nee, aber ich habe ja das gleiche vorgehabt. Oh, es regnet. Oh, schaut mal den Topf raus. Hey, oh, Paragon. Servus. Du hast gerade das härteste überhaupt verpasst. 2 so Patrouillen mit Mutanten. Ja, oh mein Gott. Alter. Warte mal, ich will mal schnell was ausprobieren. Hey, das interessiert mich. Seit wann steht da was? So ein Baumstumpf? Der steht da schon lang. Echt jetzt? Ja. Ich hab schon nie gesehen hier. Damit habe ich offiziell dieses Land erobert. Aber da kannst du halt echt so ein Ding drauf bauen. Also, was ist da drüben? Ist es? Draußen ist ja schönes Wetter. Ja, wir könnten eigentlich auch den Rechner rausstellen, oder? Ja, genau. Die war's, gell? Hast du gesagt? Nee, die da, guck. Die da muss Are es you sein. Sure? Ja. Ja, du weißt doch, wir waren an so einer Insel. Ja. Und da mussten wir nochmal kurz ein bisschen durchs Wasser laufen. Auf eine andere Insel drauf. Wollen wir schnell einen Floß bauen? Ja. Machst du Blueprint, dann holst du schon mal Holz. Ja. Oder mach Holz. Könnte auch mal wieder was speisen. Okay, wir brauchen noch 2 Seile. Ah, die kann ich schnell craften. Ich hab glaube ich Seile.
Ich hab zwei Seile, wenn du. Ich hab schon. Okay. Wir brauchen 7 Holz. Ja, drei also haben zwei wir schon. Bäume. Ah, stimmt. Genau, wir können uns ja genau. Gute Idee, stimmt. Danke dir. Ja, das ist echt eine gute Idee. Es ist immer sehr erschreckend, wenn du dann quasi ins Inventar gehst, Medizin nimmst und dann gehst du aus dem Inventar und der Typ steht vor dir und holt gerade aus. Ja. Ja, nee, das haben sie ja jetzt seit neuestem eingefügt, deswegen sind wir noch nicht so fit drin. Okay, ich habe auf 4 anscheinend Lurchhaut gehabt. Ich habe mich jetzt gerade angezogen. Ja. Lane X. Kann ich es auf 3 machen? Eroberer bald. Merci, Joshua. Aber der Chris hat auch gut mitgeholfen. Also, das darf man jetzt nicht vergessen. Ja. Hallo? Ja, der hat die Leute bei Laune gehalten. Immer wenn er tot war, hat er in der Witz erzählt. Dann konnte ich es hier schlagen. Wir brauchen nur einen, gell? Ist doch egal. Alle an Bord? Jawohl, los geht's. Rechts, rechts. Das, ja, ja, ich fahr nach rechts. Aber wir könnten echt mal den Baumstumpf da noch einnehmen. Ja, ja, wie gesagt, der kam hier, Ne, den hatten wir letztens auch schon. Da kam er mir relativ neu vor, ich glaube, der stand schon immer. Du Lappen, du Sack. Aha. Fahr mal links an die Insel da. Da müsst's. Oh, jetzt ist die Sonne weg. Mach mal eine Fackel an. Echt jetzt? Ja. Oh, wie war das wieder? Stick. Ah, ja, 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 ja. Jetzt Tag hell, aber das Feuer ist jetzt schon geil gemacht. Also jetzt sieht's schön aus. Ja. Seht ihr auch jetzt zum ersten Mal nicht, wie das. Macht das aus? Oh, Leute. Alles gut. Du kannst es ja wiederverwenden. Ja. Das war doch irgendwo. Da links von der. Wo war denn das? Ja, du bist aber eigentlich richtig. Hier müsste irgendwo sein. Du bist gerade drüber gelaufen. Ne, da doch nicht. War das doch die rechte oder war das doch die andere Insel? Ich glaube, das war die andere. Wir waren doch zuerst hier und dann sind wir auf die anderen übergeschippert. Ist es doch. Wo? Tatsache. Hätte ich jetzt nicht erkannt. Nur hier kein Drop-Symbol. Ah, doch, jetzt hier. Achtung. Okay, und? Was haben wir? Keine Ahnung. Auch hier so ein. Ach, Zuge, das ist. Ja. Spannhahn oder was weiß ich, was das ist. Keine Ahnung. Gut, wollen wir hier wieder überspringen oder? Achso. Ja, bauen wir so ein Ding auf. Wenn wir genug Sticks haben, weiß ich nicht. Ich hab 14 Stück. Geil. Yeah. Und jetzt und wir geht direkt. Bam. Und ich bin am Verhungern. Das geht nicht. Wahrscheinlich, weil ein Hai in der Nähe ist. Nochmal. What? Geht nicht. Really? 100 Pro, da ist ein Hai. Nochmal? Und er denkt sich, ihr überspringt mir nicht. Der deckt nicht. Komm, lass mal den Hai platt machen. Nee. Ich sehe nichts in der Wasser. Ich sehe gar nichts in der Wasser. Ach ja, so. Gut, und jetzt? Ja, komm raus, essen? Wir fahren einfach, wir fahren. Ich hab mir einen Schokoriegel reingepfiffen. Ach. Weil das umsonst. Also, was liegt denn da vor dir? Gott. Komm, einmal versuchen wir es noch, komm. Alter, du hast gerade einen Hasen gedroppt, oder? Ja, komm, einmal versuchen wir es noch. Nee, geht nicht, keine Chance. Egal, ich reibe mich mal mit Schlamm ein. Dann passt das schon. Komm, Captain, steuer mal dein Schiff. So. Was hat denn jetzt auf einmal die Flugzeugachse in der Hand? Die nimmt er immer in die Hand, wenn irgendwas ist. Oh nein! Was? Na, egal. Das wäre so geil, wenn du deinen Katana oder irgendwas da ins Wasser droppst.
Ich werde so lachen. Springen, das kannst du ja singen, ey. Mhm. Und dem Hai direkt ins Maul. Alter, weißt du, was noch hart wäre? Was? Oder jetzt nicht unbedingt bei dem Spiel, sondern auch bei GTA oder so. Weißt du, da ist doch auch... Ja, wie eine Insel. Das ist ja eine Insel und außerdem ist ja Meer. Ja. Es wäre so geil, wenn es da so ein Easter Egg gäbe, weißt du, dass irgendwo ein Megalodon rumschwimmt. Ja. Das wäre schon... Und dann gehst du da so rein, weißt du? Und dieses Vieh an, meinst du? Ja, das wäre doch übel. Ein Riesenteil. Gut, jetzt müssen wir einfach quasi nur rechts gehen. Dann ist zur da Yacht. An dem heiligen Baum hinten dran. Ist auch genau. Ach, da vorne rein schon eine. Ja, lass den rennen. Er sucht wahrscheinlich auch Pistolenteile. Kann so sein, ne? Ja. Hier sind noch Koffer. Warte. Ja, hier sind wir schon gelootet worden. Ach, egal. Uns geht's doch wieder gut. So. Wartest du kurz auf mich? Wie schaut das? Warte mal, ich brauche mir gerade noch Medizin, also so ein Dings. So ein Ausdauer-Energiemix. Apropos Energiemix. Mhm. Ich habe auch zwei geholt. So Getränke, weißt du? Ah, okay. Energiegetränke. Da vorne sehe ich schon den heiligen Baum. Ja, ist schon nett, bei mir ist alles dunkel. No. Mit dem Wald, genau. Wäre halt auch cool, weil du hast ja das Tauchgerät quasi und da ist ja so ein Anker. Wenn da irgendwo im Meer so ein versunkenes Schiff wäre, wo du quasi rein könntest und da wäre noch irgendwas. Kann ja sein. Bisher nicht, aber da ist eine ganze Gruppe. Hier ist ein Topf. Hey. Hinter dir ist eine ganze Gruppe. Guck mal, da sind Marshmallows drauf auf den Stöcken. Ja, und hinter dir sind ganz viele. Ja. Da ist ganz viel bei mir. Kommst du mit? Ja, ich bin da. Laufen die eigentlich weg, wenn der heilige Baum da ist? Oder rennen die da keine Ahnung, die hacken hier auf den Strauch wie... Auf zum Baum! Ja, ich komm mit. Boah. 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 Alter, ich hab keine Ausdauer mehr. Ey, ich finde es so lästig mit der Ausdauer, weißt du, wenn du da wirklich kämpfst, Achtung, du hast Todesangst. Du hast absolute Todesangst, da rennst du auch, wenn du gar nicht mehr kannst. Boah, ich bin tot. Ach, Junge. Naja, ich hab an so einem Effigie oder so gehangen. Da ist kein Irgendwas Effigie. War da. Ich hab gar keine Waffe in der Hand. Ja. Ich muss mir vielleicht mal Energie. Ich hab keine. Ja. Oder doch, ich hab Energie. Okay. Ich hab absolut Chaos da, gar nichts. Und ich hab das hier fit zusammengerissen. Aber wo hast jetzt du die Axt her? Welche Axt? Der Typ, der hat da so eine kleine Axt. Eine selbstgebaute. Oh Mann, Alter, die machen einen Schaden, das ist unfassbar. Bist du schon wieder down? Nee. Ich nehme jetzt auf jeden Fall das Katana, da bin ich schon sehr klar. Neigehauen, fertig. Achtung, einer kommt von hinten. Ja, der haut ab. Ja, und ab. Ich hab den Anführer getötet. Schweine. So. Scheint was zu bringen, ne? Ja? Für die Anführer zu töten. Ja, ich habe halt den größten gekillt und dann sind die kleineren abgehört. Mhm. Also, zünden wir das Loch. Zünd den Knaller. Flop, irre. Okay, wie viele Teile haben wir jetzt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Ja. Eins ist noch in dem kleinen Dorf ein Loch.
Ja. Und eins am großen Loch. Okay. Danke dir, Simone. Jo. Ach, da kommen sie schon wieder an, die Deppen. Einer zumindest. Aber wir können mal eigentlich mal auf die Yacht gehen, oder? Da ist noch Medizin drauf und so. Au, au, der hat mir eine mitgegeben vom Hammer. Ja, auf die Yacht können wir gehen. Das ist noch eine Idee. Wie? Ich hänge gerade ihn. Voll, jetzt habe ich mehr Geld zusammen gerade in dem Deppen. Guck mal, aber da. Yacht ist halt. Guck dir mal den an. Das ist ein neues Fidschi von denen, was hat der in der Fresse hängen? Die haben dir zwei Zungen zusammengeknotet. Nee, nee. Doch. Du siehst wahrscheinlich was anderes wie ich. Das sind so zwei Köpfe, die auf dem. Oh! Ich bin tot! Nee, oder? Was machst denn du? Alter, du brauchst gar nichts sagen, mein Freund, gell? Ich hab dich jetzt schon wieder 10-mal geheilt hier. Ja, spenden. Nee. Ich hab das wieder rausgenommen. Ich hab mal mit einer Freundin. Die hat so Steuersachen studiert. Und ich hab ehrlich gesagt jetzt noch keinen Bock, da wegen 3 Euro oder irgendwas zu versteuern oder so. Deswegen hab ich das wieder rausgenommen. Ah, ich bin tot. Mensch, was machst denn du? Ja, der hat mir eine mitgegeben. Du Profi, ey. Echt, die muss mir das erstmal nochmal genau erklären und dann. Hast du nicht so einen Freibetrag? Weil wenn ja, du auf 50 Euro Basis arbeitest. Du bist voll leise gerade. Kann nicht sein. Ich habe nichts verändert. Echt? Ja. Ich habe mit der nur über WhatsApp geschrieben. Ich will da erstmal Klarheit haben, dass mir da irgendeine ins Bein pisst. Weißt du, da habe ich keinen Bock drauf. Hast du im. In erster Linie spielen wir eigentlich nur jetzt hier. Wollen ja kein Geld verdienen damit. Wir wollen ja, dass es euch Spaß macht. Eben. Da unten sind Koffer, ganz viele Koffer. Ah, perfekt. Medizin. Oh, ich auch. Kann ich mit dem Stein in den Koffer aufmachen? Nee, kann ich nicht. Hey, da war doch gerade Medizin drin in dem Ding. Wo? Bei mir. Und das ist weggepackt, ich hab's nicht mehr. Cool. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, der hatte die jetzt. Alles klar. Ein Kommentar. Okay. Yacht ist halt jetzt auch gefährlich mit einem Hai, gell? Ach, einer schwimmt geht, ja permanent um die Yacht. Das geht, oder? Ja, wir probieren es auf alle Fälle. Im Dunkeln. Ja, eh klar, oder? Ja, klar, oder? Wie viel Medizin hast du schon wieder gefunden? Nice. Ich habe 4 Stück. Nice. Ich überlege gerade, war wirklich das eine Loch, also das Sprengloch an dem großen Loch? Wieso hast du eine andere Theorie? Ich glaube, das war in dem Wald noch, oder? Wenn man da weitergeht. Bin mir aber echt nicht mehr sicher. Auf alle Fälle kannst du mir mal schnell helfen hier. Oh, da ist eine. Wo kommt der her? Ist aus dem Wasser gerannt? Nein, der kam aus dem Wald gelaufen. Der muss erst wieder aufstehen. Das ist offen, ne? Oder so. Oh! LOL! Oh, sorry, ich hab gerade greift an. Ist das der? Nee, der kam wieder aus dem Wald raus. Ach, jetzt wird's hell, ich schwimme jetzt zur Yacht. Okay. A risk no fun. Und schwupp. Ah, oh, warte mal, ich muss erst was essen. Da. Einfach nicht unter das Wasser schauen, dann kommt der Hai auch nicht. Ich guck. Ja genau, er sieht uns nicht, ne? Mhm. Ich guck unter Wasser gerade, ist aber nicht da. Yeah. Der kommt wahrscheinlich erst jetzt, wenn wir drauf sind.
Nimm die Seile auch mit, was hier auf dem Schiff flacken, gell? Ich nehm alles mit, was geht. Alkohol. Wurde vom Muschiklaus. Alkohol macht Birne hol. Schokoriegel. Endlich habe ich mal den geilen Kassettenrekorder. Hast du das auch mitgenommen? Ja. Da ist ein Bild von einem dicken Kind auf einer Milchpackung. Das ist der Timmy, oder? Nee, das ist nicht der Timmy. Eigentlich kannst du den doch von der Yacht hier aus sehen, oder? Den Hai. Ab und zu mal. Ja, wenn der unter Wasser ist, dann siehst du gar nichts. Nee. Ab und zu mal sieht man den. Aber jetzt steht die Sonne halt schlecht. Oh, der ist da. Ist er nicht. Nee, ist er auch nicht. Und dann macht's Happa. Der hat dich. Alter, nee, dafür ist die Yacht, glaube ich, zu nah am Dings. Am Strand. Ne, der schwimmt hier da schon um die Yacht rum. Ja, klar, aber der schwimmt nicht weit hier an den Strand ran. Das wird dann ziemlich flach. Ziemlich schnell. Ja. Wie gesagt, ich dachte irgendwie, dass das Loch hier noch wäre irgendwo. Aber das wäre dann sehr nah, gell? Mhm. Ah! Das ist doch da oben. Warte mal. Warte mal, ich habe hier Beeren, die würde ich gerne erstmal essen hier. Ich habe hier überall Marigold und Sticks. Ganz viele Sticks. Ich habe so eine Vorahnung, wo es sein könnte, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ja, lass uns mal davor gehen, du hast schon die richtige Richtung. Probieren wir jetzt mal das andere Ding. Heißt, ich dachte, das war irgendwo vorne an so einem Hügel. Ich kann dir nicht folgen gerade. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube irgendwie was. Okay. Bin mir absolut nicht mehr sicher. Aber ich habe so eine vage Vermutung. Okay. Bing. Es war doch hier so eine Küstenklippe. Kannst dich nicht mehr erinnern. Nee. Doch, da sind wir, glaube ich, mit dem Floß hingepaddelt. Ach so, das meinst du? Ja. War das ein Loch oder war das irgendwas anderes? Nee, das war schon so ein Sprengding. Ja, dann war das hier um die Ecke dann gleich, da quasi da jetzt. Ja. Am Conan Exiles, ja, das ist ganz neu raus, das ist so ähnlich wie Ark. Also da kannst du auch survivalen und craften, da kannst du richtig geile Häuser bauen. Mhm. Ja, das haben wir uns geholt am Freitag oder so, war das, glaube ich. Genau. Und das wollen wir mal anspielen heute. Irgendwo da muss es jetzt dann kommen. Ich glaube sogar da oben. Da ist es! Nee, du Bro. Och. Ah. Das ist der Beste, ey. Tut es gut, wenn's Hirn mal wieder Klick macht. Da. Dann haben wir noch das eine im Dorf. In dem Minidorf. Genau. Okay, waren da jetzt Kugeln haben wir drin? Den Lauf. Waren da jetzt Kugeln waren drin, ja. Das müssen wir uns vielleicht merken, weil. Seil und der Lauf. Weil Kugeln musst du ja wieder die Löcher sprengen dafür, ne? Ja, das eine Loch war doch noch offen am Strand. Bei Steam kostet das 30 Euro, meine ich, ne? Oder, Ben? Das waren... Ja, das ist so 29,99. Oh, das sind Kannibalen. Bei MMOGA ist es zurzeit runtergesetzt. Da kostet es, glaube ich, 27 Euro. Hi, Jan. Hi, Jan. Servus. Hey, die Frau ist wieder aushält. Jetzt. Ja, das ist ein Häuptling. Gut. Dann, Oh, wir sind am großen Dorf. Huh? Geh mal da. Ja, da können wir doch gleich ein bisschen looten, oder? Wir könnten den da mitnehmen. Ja. Passt ja wie die Faust aufs Auge, gell? Und Soda-Drinks. Oh, Soda-Drinks.
die schmutzige Wäsche können wir mitnehmen. Da trinke ich doch gleich mal ein Döschen hier. Genau. Stimmt, die Schmutzwäsche haben wir auch. Ja, da sind wir jetzt ordentlich zu weit gelaufen. Ein bisschen, ja. Ganz ein bisschen nur. Ja. Was? Nee, passt schon. Ja, wir haben doch hier irgendwo auch noch ein Loch zum Sprengen. Oder? Nee, das hab ich mich getäuscht, gell? Das letzte Loch zum Sprengen ist beim Dings. Das ist bei dem kleinen Zwei-Hütten-Dorf an dem See. Drei Hütten sind es, glaube ich. Ja, das sind drei Hütten. Okay. Das muss drei sein, ja. Können wir? Warte, ich bin noch am kräftig looten hier. Hallo. Da drin. Auch Dosen nicht genug. Wo ist Dynamit? Das war in dem Zelt da hinten, in den Kisten. Wo? Hier. Da hinten, okay. Okay. Ist auch voll. Fünf Stück kannst du mit dem managen, ne? Ja. Gut. Dann auf zum, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf zum letzten Teil. Geil. Juhu. Dass wir das doch noch so gut finden, das Zeug hätte ich nicht gedacht, ohne Scheiß. So ohne Karte halt auch, ne? Mhm. Aber wir hatten schon zwei Teile, oder ein Teil, ne? Ein Teil hatten wir, durch Zufall sind wir doch dran vorbeigegangen. Oh, gute Idee. Ja. Yummy. Das mit mir. Okay, das ist krass. Das hatte ich auch noch nicht, dass YouTube abschmiert. Hä? Einzige, was bei mir ab und zu mal sich aufhängt, ist der Firefox, aber sonst. Der Firefox. Der Firefox. Der Firefox. Ja, da müssen wir irgendwo da hinten im Wald, ne, gell? Wir müssen eigentlich nach links gehen. Ja, da war es irgendwo. Da im Wald runter. Das ist ja quasi Höhle. Das nächste Dorf, wo wir unseren Bauplatz hatten, quasi in der ersten Staffel. Ja, ja. Da haben wir abgeholzt, dass alles zu spät war. Ja. Wobei ich glaube, da konntest du das damals konntest du es noch gar nicht einschalten, dass das wieder nachwächst. Also hier ist die Höhle. Ja. Dann ist das Loch irgendwo da vorne. Ja, in dem ersten Dings drin. Da ist es. Der ersten Hütte noch. Oh, das sind sogar vier Hütten, guck. Da ist schon offen, Junge. Und da ist das Pistolenteil. Echt? Oh, Glück gehabt. Warte mal, also. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile. Die Pistole ist komplett. Jawohl. Yippie. Warte mal, jetzt muss ich sie noch laden. Da ist das Ding. Ich glaube, die ist automatisch geladen, oder? Yeah. Ja. Alter, hast du mich gerade angeschossen? Nein, habe ich nicht. Au! Yeah. Ja, ist aber geil, wir haben die Pistole, jetzt kann es wieder aufgehen. Jetzt sind wir wieder halbwegs gewappnet gegen die ganzen Horden von lebenden Nicht-Untoten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause, oder? Ja, so war es ja geplant. Ging doch schneller als gedacht. Ja. Die Pistole lege ich mir jetzt noch schnell in den Rucksack. Echt? Machst du da eine Schnellleiste raus, oder was? Die hau ich mir auf die 4. Alles klar. Dann gehen wir ab nach Hause. Mm. Das ist in der Richtung, da wo die rosa und die rote die pinke und die rosa eine Fahne ist. Ich habe keine Fahnen an. Ich schon. Ich hab mir mal sagen lassen, dass rosa und pink zwei verschiedene Farben sind. Ja. Nein, die Pistole, die ist ziemlich gut. Die ist bei normalen Eingeborenen eigentlich ein One-Shot. Ich weiß nicht, wie sie im Hard-Mode ist, aber... Ja, und Krokodile One-Shotet die auch. Ja. Ja. Und alles ausprobieren. Wir können es mal ausprobieren, da ist einer. Ja, mach mal. Ich hab verfehlt. Nein, ich hab verfehlt. Warte mal, jetzt ist er direkt vor mir. Hey, ich hab ihn getroffen, die tötet nicht mehr. Aber der blutet hart. LOL! Wie viel hält der jetzt aus, bitte?
Drei Schüsse. Das war ein Kopfschuss, Junge. Lol, ich kann den essen. Das war was anderes. Das war ein Pilz, das war ein Pilz. Achtung. Voll krass. Die macht ja gar keinen Damage mehr. Ja, ich hab jetzt auch, glaube ich, verschossen. Häng irgendwo, was ist denn los? Wieso häng ich denn die ganze Zeit irgendwo fest? Alter. Paul ist wieder mit dem Schwert. Hey, diese Kohle ist an sich voll der Schrott. Ich kann nicht mehr hauen. Ich kann nicht mehr hauen. Jetzt geht's wieder. Alter, was? Wieso krieg ich... Okay. Meine Lebensenergie ist total am Ende. Lass uns einfach heimgehen. Ja, genau. Und den heutigen Tag vergessen. Das hier ist nicht passiert. Das speichern wir einfach nicht. Ja. Jan, an unserem Haus bauen wir am Mittwoch wieder weiter. Ja, wie gesagt, wir wollten halt einfach nur so außerhalb von den Folgen die Pistole suchen, dass wir sie haben fürs Let's Play. Genau. Und ja. Das wird quasi hier dann so eine Special-Folge, sag ich mal. Ja. Ja, Toni, was? Die Frage ist halt, ob die 5 Schuss im normalen Modus oder im Hard-Mode sind. Ja. Das ist halt interessant zu wissen. Im Hard-Mode haben die wesentlich mehr Energie. Weil ich hab mindestens zweimal habe ich den einen jetzt getroffen. Der hat nämlich geblutet und ist zurückgezuckt, also... Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich jetzt zweimal verfehlt habe. Nee, es hat schon so ausgesehen, als hätte getroffen, weil er so zurückgewackelt ist. Ja, und beim einmal ist ja Blut gespritzt. Mhm. So. Naja, das kriegen wir auf alle Fälle alles hin. Wie viel Munition habe ich jetzt noch? 15 Schuss, okay. Das ist schon ordentlich, also das ist eigentlich nichts, ne? Dafür, dass du da 3 Schuss brauchst oder so. Und hast halt auch nicht mal ein Zielvisier oder sowas. Der hält die einfach nur so stumm vor sich. Ja, das ist ehrlich gesagt, da sind Flares. Ja, einfach mal ein bisschen so, keine Ahnung, vors Gesicht halten lassen, was ist, wo du hinschießt eigentlich. Ja, wenn du zielen könntest, wäre es super. Ja, im Normalmodus war es ja auch ein One-Shot bisher. Also darum hat mich das jetzt echt gewundert. Zumindest wächst bei uns Marigold und Oliveira jetzt gerade. Und nicht gerade wenig. Ich weiß nicht, wollen wir, ich meine, wir sind ja jetzt mal mindestens mal eine Stunde früher dran, als geplant war. Wollen wir einfach ein bisschen die Vorräte aufstocken? Dass wir im Let's Play nicht mehr so viel arbeiten müssen? Das könnten wir so ein fast Stündchen machen. Oder so. Wir bauen halt jetzt nichts fertig, sondern wir bauen einfach, wir rüsten einfach auf. Wir bauen Medizin so. Können wir machen, Wir holen ein paar Loks ran. Ja. Mal den Stickkorb voll machen, oder? Zum Beispiel, ja. Solche Sachen. Ja, das können wir noch machen. Und auf der anderen Seite, wir sind halt absolute Conan-Noobies, weil wir das noch gar nicht gespielt haben. Ja. Und müssen halt auch schauen, wie das da so läuft dann. Also wir wissen auf alle Fälle schon mal, dass wir uns nicht lange suchen müssen, weil ich kann Chris beitscheunen, aber mehr weiß ich nicht. Oh, wir haben da Steine reingepackt in den Ding. Macht doch nichts, oder? Ja, aber Steine haben wir wie Sand am Meer. Ich würde die rausschmeißen. Ziggis rein. Ja. Gut, Ziggis sind da drüben, oder? Wo? Hier, ach, stimmt. Ja, okay. Ja, aber... Ach, ja, wir brauchen auf jeden Fall Steine, Ben. Ja, okay. Für den Turm dann drüben, ne? Was? Hast mich überredet. Ja, stimmt, da brauchen wir viele Steine. Da brauchen wir Steine. Steine. Oh. Nee, das machst du dann, das versuch ich dann im Let's Play, das versuch ich jetzt nicht. Und zwar, will ich probieren, ob wir hier auf der Insel, also hier, wo wir drauf sind, ob wir da eine Straße ziehen können. Weil die Straße löscht ja quasi den kompletten Boden und macht den eben. Ja. Weißt du, ich meine, vielleicht löscht er auch dann diese Dinger weg, diese Holzstämme, wo da liegen und so. Ach so, meinst du. Boah, wie viele Bomben hält der Endgegner aus? Das ist eine gute Frage, weil die meisten bei uns sind daneben geflogen. Ja, der ist ziemlich flink. Denk mal... Ich will jetzt echt keine falsche Zahl nennen. Ich sag mal so 5 bis 6 Bomben oder so. Ja, hab ich auch gesagt. Aber die müssen halt auch sitzen dann, ne? Die müssen richtig sitzen. Also die meisten Bomben bei uns sind einfach nur dran vorbeigeflogen. Ja. Die meiste haben wir nur mit dem Schwert gemacht, weil wir die Pistole da gar nicht hatten. Der fliegt, glaube ich, auf mich, oder? Ja.
Gut. Ach, wir könnten auch den Logsled voll machen mit Stiggies, gell? Ja, der halt direkt reintragen, ne? Ja. Ja, aber der Ding ist schon voll. Echt? Ja, der hält ja nichts aus. Darum wollte ich ja die Sticks in den großen packen. Ach so. Du kannst da noch so ein Ding hinbauen, das ist ja vollkommen egal. Ja, stimmt. Ach, ich baue noch schnell eins. Ich meine, solange wir nur das bauen, ist es ja vollkommen egal. Ne? Dann bauen wir noch schnell einen Vorrätesammler für die Stiggies. Oh, da ist ein eingeborener. Was ist denn das jetzt bitte? Das ist ein Stickhopper. Ist das der große für die Sticks, oder wie? Anscheinend, ja. Ja gut, dann bauen wir den mal. Die ja, Tatsache. Geil, ne? Das gefällt. Warte mal, ich mach hier mal zu. Will ich den da haben. Da ist noch ein Bäumchen. Da war doch noch irgendwo eins, ne? Lob nicht. Aber hier wächst doch einiges nach jetzt gerade. Das ist gut. Ja, jetzt holen wir die Vorräte noch ran und dann haben wir wieder was für Mittwoch. Da vorne rennen schon wieder Kannibalen rum, Richtung Cockpit. Okay, ich fall hier noch so einen Baum. Kannst du tun. 14. 16. Was machst du denn eigentlich da hinten? 18. Ich hol Stiggies. Ah, okay. Ist das so viel oder was? Ja, die ganzen Stickbäume sind nachgewachsen. Geil. Da bei den Krokodilen rennen auch Eingeborene rum. Okay. Jo. Ja, ich bin echt mal gespannt auf das Cold in Exiles. Ja. Das. Ich hoffe, das ist dann auch so gut, wie es aussah. Ja, da wird schon bestimmt was gehen. Ich kenne sie ja im Grunde nur. Oh! Was? Der Rockholder ist voll. Echt? Mhm. Passt er nicht mehr rein? Nee. Ich dachte eigentlich auch, dass der bis zur Decke geht, aber er ist voll. Naja, gut. Ist doch. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht. Hab ich vergessen. Mal wieder. Nee, das war ach wegen Conan Exiles. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich hab's echt vergessen. Kann nichts machen, wa? Ne. Dann vergesse ich schon. Ja, schau mal einfach mal, das wird dann schon funzen. Ja, klar. Ich hab's ja kurz anprobiert vom Stream. Ja, wir sind halt reingegangen und haben geschaut, ob man sich ewig suchen muss oder ob man sich gleich findet. Ja. Aber wir haben uns eigentlich gleich gefunden. Ja, du bist gleich direkt bei mir gejoint, also gespawnt. Ja. Das passt schon mal. Da hast du mich gleich mal sauber verarscht, gell? Hau da nämlich rein und ich denk schon, ich werde angegriffen. Ja, aber da sind auch andere. So NPCs unterwegs. Die stehen dann um so ein Lagerfeuer rum meistens. Und dann. Aber das war schon eine private Lobby, was du da aufgemacht hast, oder? Ja. Okay. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Ich sehe da jetzt kein Problem. Jetzt ist ja auch mein Grafikkartentreiber wieder aktuell, jetzt geht das schon. Also wenn ihr Conan spielt. Dann schaut, dass euer Grafikkartentreiber up to date ist, weil ich hatte da so eine Fehlermeldung. Kommt zwar rein, aber es hat ewig lang geladen und hat dann die Textur nicht aufgebaut. Einmal kurz aktualisiert, schon ging's. Junge. Also.
Ja, du kennst mich doch. Ich bin da ein bisschen unordentlich. Hauptsache, der Computer geht an und geht aus. Genau. Und du kannst zocken, ne? Genau. Zocken. Ja klar, da ist er ja da, ne? Genau. Oh, ich könnte mal ein Aloe Vera einpflanzen. Okay, ja, Jonas, krass. Stranded Deep kennen wir. Hatte Ben sogar. Ja, aber es ist halt kein Koop leider. Ja. Sonst hätten wir das schon lange gemacht. Ja, ich finde Stranded Deep eigentlich ist ganz geil. Aber ja, es ist schon cool gemacht. Ein Singleplayer. Ja, ich hab's jetzt auch eine Zeit lang wirklich gespielt, aber allein auf Dauer ist es ja, halt jetzt doch nicht so. Und ich hatte auch dieses motorisierte Floß. Also du kannst da quasi auch so ein Raft und da kannst du dann mit so einem Eigenbaumotor kannst du dann quasi da loslegen. Okay. Und das hatte ich ja dann auch. Aber ich habe mal was gelesen, die wollten einen Multiplayer einfügen. Ja, zumindest mal ein Koop. Oh, okay. Ist das voll jetzt hier. Aber nichts passiert bisher. Nee, nee. Können die Wägen noch voll machen, ne? Moment, ich mache. Oder baust noch... du noch so Lock-Dinge? Oder wollen wir erstmal pennen gehen? Lass uns mal pennen gehen, das ist ein Eingeborener. Lass uns pennen gehen, ja. Ja, wenn es geht. Wenn das geht. Das geht. Ja, Jonas, wie gesagt, also Koop müsste in Planung sein. Habe ich was gelesen in Steam. Also wenn es Koop kommt, dann machen wir es auch. Ja, definitiv. Weil der Chris freut sich da nämlich schon drauf. Was? Oder? Ja, ich finde das Spiel an sich eigentlich ganz cool. Aber jetzt hast du ja auch dann mal von mal getestet. Ja, aber es wie gesagt, ist halt ist, schon. Ist schon geil, ja. Aber irgendwie können wir noch nicht überspringen hier. Nee, das sind noch Eingeborene. Achso, du bist schon unten. Warte. Ja, ich komm grad wieder hoch. Ich hab bloß die Tür nochmal zugemacht, weil du immer alles offen lässt. Nee, gut, ich hab die vordere Tür hab ich zugemacht, nur die Haupttür nicht. Ja, bloß die springen dann auch über die Mauer. Nee, es geht nicht. Egal. Komm, wir können ja nochmal unsere Bude zeigen oben. Warte, wir suchen einfach oben in den Betten zu überspringen. Ach, weil da sind wir weiter weg, gell? Ja. Aber die Betten, sind die überhaupt schon fertig? Ich mir auch gerade gedacht, ich glaube, da fehlt noch zwei von diesen Rehrollen, da fehlt noch das Feldzeug. Egal, wir können ja mal gucken. Sieht halt echt geil aus, die Bude. Mhm. Und? Da ist noch gar kein Bett drin. Also bei mir auch nicht. Also bei dir ist noch gar nichts gerade, was? Nee. Aha. Egal. Wir müssen dann auch schauen. Wegen dem Hasenkäfig, der quält mir hier ehrlich gesagt nicht, weil ich wollte da das Loch runterbauen zum Partykeller. Ach so. Ja, schmeiß eine Bombe hin, bring das. Boah, nicht so. Lass es, das machen wir in Let's Play. Okay. Ja, oder so. Wollen wir da jetzt so großartig da viel umbauen? Ja, aber eigentlich haben wir jetzt wieder genügend Ressourcen, oder? Hey, lass es, komm. Moment, lieber noch ein bisschen ran. Die Ressourcen sind gleich weg. Das sind, was weiß ich, 8 Baumstämme oder was wir haben. Ja, stimmt schon. Aber wo willst du die lagern? Ja gut, wir können den Logsled noch voll machen, ne? Ja gut, der eine steht da oben im Wald. Den hole ich mal schnell. Kommst du noch mal hoch? Die hörst du nicht aus, darum. Die laufen da noch rum. Nee. Ich höre keinen. Geht nicht, das wird nicht gehen. Ich sehe die ja da vorne rumlaufen. Probieren wir's. Ja. Aber das geht nicht, 100 Pro. Warte mal, ich komme hier ran hier. Ja, ah, das geht schade. Nicht. Nee, Street Boys, ist kein Abo. Wir machen kein Abo für Abo. Also entweder gibst du uns ein Abo, weil wir dir gefallen. Oder du lässt es. Okay, ich hol mal den Schlitten hier runter. Ja. Wir haben Lurch gefangen! Echt?
Nice. Oh. Du bist so. Oh, du hast ihn sogar. ich hab grad, der ist tot. Nein, der saß doch da drin und hat mit seiner Zunge gezischelt. Hilf mir, das ist ein großer, das ist ein Häuptling. Ich hätte Hilfe. Oh, was für ein Nuss. Okay. Hol mal den Schlitten ran. Dann machen wir die Schlitten jetzt noch voll. Jupp. Ich fäll hier gleich mal einen Baum. Kannst du eigentlich da stehen lassen direkt? Ja, ich wollte bloß gleich mal in Fahrtrichtung haben. Mhm. Ah, so fliegt er wahrscheinlich auf den Schlitten. Nee, das möchte ich nicht. Den fällt ich auch noch gleich. Ja, der fliegt auf den Schlitten. Echt jetzt? Natürlich. Nee, der ist genau daneben. Nee, der lag drauf. Ach komm, Junge. Babbel nicht. Ich so, der nächste Feld. Wie viel passen da drauf? Passen da drei Bäume drauf? So ein Ding. 11 Loks passen drauf. Ja, gut. Ein Feld noch. Du kannst ja in einen Lok mitnehmen zu dem. Achso, ich hab schon zwei. Zu dem anderen Schlitten. Ja. Dann fahren wir den noch ran an die Haustür. Am Feld. Passt, der ist voll. Wie er da den Wagen mit einer Hand schiebt und lenkt und mit der anderen sein Feuerzeug hält. John Rambo. Und dann fällt er aber zu Boden, wenn er eine Klatsche kassiert, gell? Ja, ja. Ja, ja, das ist typisch Erik. Ja. Ach, dann kommt ein Eigenbohr links. Ja. Der heißt doch Erik, oder? Ja, der heißt Erik. Meiner heißt Erik. Ja, ja. Meiner heißt wahrscheinlich Günther oder so. Der Survival-Günni. Okay. Boah. Ja, da ist vielleicht wieder einer. Ja, ja, der haut hier ins Leere. Typen, die sind so nervig. Ausdauer ist weg. Der lebt noch, der schnauft. Hau rein. Das kann ich mehr. So. Jetzt hast du noch eine? Ich fahr mal den Schlitten vor, gib mir Deckung. Warte, ich baue gerade aus, Ausdauermedizin. So. Ich wäre immer noch dafür, dass man so Lampen an den Schlitten bauen könnte. Ja. Du kannst ja gerade auf die Sticks da links und rechts draufklatschen, ne? Ja, das wäre super. Warte mal, hier links liegen noch Bäume, die hab ich gefällt. Guck mal. Ich komme. Okay, einer dürfte. Ne, gehen es glaube ich sogar noch. 2, 4, 6. Ich glaube 3 Stück gehen noch. Ja, dann lass den Baum daneben noch mitnehmen. Und hier sind noch ein paar Sticks. Genau. Iggy-Bäume, die ist. Gott. So. Und der Baum fällt. Ba-bam. Oh, da geht sogar noch drauf. Echt? Fein. Ja. Perfekt. Gut. Alles klar. Dann fahren wir den mal zurück. Oh, das ist ein Feuerteufel. I can't see anything. Links ist ein Feuerteufel von dir. Ja, ich sehe halt vor mir nichts. Du musst mich ein bisschen durch die Steine laufen. Ja, lass. Komm mal ein bisschen hier links. Sonst aktivierst du die. Und jetzt. Rechts meine ich, sorry. Ja, ich dachte es gerade. Dachte links. Ja, die sind weggeflitzt. Komm da nicht vorbei. Warte mal, vielleicht rückwärts ziehen? Jawohl. Das geht. Hier ist die Heimat. Parken da neben dem anderen. Wunderbar. Alles klar.
Was haben wir jetzt eigentlich noch an Medizin so? Medizinschrank voll? Ich hab gar nichts. Ich hab 5 Stück und ich hab. Nicht mal eine Medizin, wir müssten eigentlich vielleicht mal. Ich hab 5 fertige Medizine und 5 selber gebaute. Ja, ich hab halt gar nichts, ne? Sollen wir vielleicht mal ins Ding gehen, in die Katana-Höhle? Meinst du? Ja, da können wir halt direkt wieder alles auffüllen, ne? Auch mit Uhren und so, weil Uhren habe ich gar nichts. Nur eine. Dann steck mal verdingsen. Nee, egal, können wir schon machen. Ein Helles, oder? Gucken wir nochmal, dass wir schlafen können vielleicht. Schauen wir mal, ja, vielleicht geht's ja. Kein Platz mehr. Molotov habe ich genug. Ich würde dann eigentlich jetzt gerne mal allzu viel machen. Meinst du nicht? Nee.